Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 mit mir, dem Sevetha Let's Player. Ja, wir sind heute wieder auf Bremen 2024 unterwegs. Wir fahren heute die Linie 90 zum Bahnhof Hegelsack bzw. nach Gröpplingen mit dem neu erschienenen New Line City Update. Es ist viel hinzugekommen, darauf will ich gerne in dieser Folge eingehen. Ja, wie ich finde, der New Line City hat sich sehr, sehr entwickelt, beziehungsweise das Update, was rausgekommen ist. Ja, wir stehen hier an der Ersatzhaltestelle, beziehungsweise am Buschdel. Genau, wie wir schon festgestellt haben, oder ihr, wir haben hier keine Außenspiegel, wir haben hier Kameras, das kann man alles einstellen. Kamera, und dann noch so ein paar kleine Feature. Wir haben hier andere Räder, die wir auch verändern können mit Radkappen, die normalen Räder, man kann die Scheinwerfer ändern, man kann jetzt auch die Nebelscheinwerfer ändern, sodass da keine sind, und noch sehr viel anderes. Man kann hier einen Fahrradgepäckträger hinten ran machen und. Ja, wir steigen erstmal ein. Ja, ich frage mich gerade, hey, der geht sogar. Okay, aber wieso gehen die Spiegel nicht? Weil der Motor aus ist? Ich frage mich gerade, warum. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall fahren wir auch hier um die 20 Minuten bis 26, 30, sag ich so, im Schnitt mal. Ja, wir bereiten hier alles vor. Wir machen schon mal den Motor an. Wie ist denn das mit den Spiegeln? Fahren die jetzt auch hoch? Ja, Tatsache. Tatsache. Ja, wir haben Spiegel. Ganz, ganz ungewöhnlich hier, beziehungsweise ungewohnt. Ja, wir stellen hier uns erstmal die Heizung an. Beziehungsweise machen wir den hier einmal an. Wie war das nochmal? Lange draufdrücken? Nee, ich. Ja. Ja, gut. 22 Grad ist, glaube ich, ganz okay. Wir machen das hier für vorne nochmal ein bisschen an. Ja, oder vorne brauchen wir nicht. Windschutzscheibe ist ganz gut. Stellen uns hier nochmal das Dashboard ein. Ja, wenn OMSI da nicht hängen würde. Ja, so ist doch ganz angenehm. Sperren wir das Ganze. Wir machen hier einmal Nachtbeleuchtung an. Ich finde das immer ganz schnieke, auch so am Tag, muss ich sagen. Ja. So, genau. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir noch 11 Minuten. Dann stelle ich die Zeit ein bisschen vor. Auf gut 18, dann haben wir noch 2 Minuten zu warten da vorne. Nicht wundern, der Drucker, der aktualisiert sich gleich noch mit den Haltestellen. Also von daher kein Ding. So, Gang rein, Feststellbremse lösen. Und wir machen hier das Licht mal an. Oh, das hier ist auch neu. Okay. Da frage ich mich gerade, was das ist. Irgendwas mit Bar? Leistung? Ja, anscheinend. Anscheinend. So, ja. Dann fahren wir hier mal rein. Und wollen wir nicht hoffen, dass wir was mitnehmen hier. Hier ist das ein bisschen eng. Ja, gut. Nicht eng. So, was piept da? Der Knickschutz? War das der Knickschutz? Der rechte Winkeldinge zeigt. Müsste jetzt eigentlich auch piepsen, aber irgendwie tut er das nicht. Moin. Moin, guten Morgen. Wir können uns hier nochmal den Fahrerarbeitsplatz mit OMSI Auxi einstellen. Ja, ein bisschen weiter ran, ein bisschen weiter runter. Ups, das wollte ich eigentlich so nicht bezwecken damit. Ja, gut. So ist doch ganz in Ordnung, würde ich mal behaupten. So, 0, 0, Abfahrt für uns. Ja, mal gucken, was noch so alles kommt hier an diesen Bussen.
Viele haben sich ja gewünscht, dass hier mal ein Update kommt. Wieso ist das hier auch elektrisch? Tatsache. Oh, so viele Knöpfe. Was ist jetzt was? Was ist das denn? Draußen? Draußen Beleuchtung? Nee. Komisch. Ich glaube, wenn jemand einsteigt. Wo ist denn hier das Sonnenrohr für links? Wo muss ich erstmal gucken? Das ist ja ganz schlimm. Nee, sonst lassen wir es erstmal. Naja, man kann ja durchgucken. So ein Dummy. Ja, so. Nächste Haltestelle, Thuner Straße. Ich hoffe, der tut sich denn jetzt auch aktualisieren. Ja, Bahnhof Tatsache. Thuner Straße. Übergang zur Bahnhof Regio Thuner S-Bahn. Straße. So, ja, diese Version bin ich auch noch nie gefahren hier. Das ist gerade so ein bisschen neu für mich. Ja, wie gesagt, Sounds wurden erneuert. Man kann sogar neue Türknöpfe hinzufügen. Wieso der rechte Winkelassistent weiterläuft, das weiß ich auch gerade nicht. Das ist ein bisschen fragwürdig, aber der funktioniert ja gut. Na gut, er ruckelt halt ein bisschen, ne? Das will man erwarten. Ups. Ja, neue Türsounds, beziehungsweise neue Motorsounds, Hallo, guten Tag. beziehungsweise ich kann euch jetzt einmal zeigen, wir haben zwar schon Verspätung, fast eine Minute. Hier, man kann hier alles drüber steuern. Sitze Innenanzeige kann man sogar machen. Da gehen wir einmal rauf. Da müsste sie sich hochfahren, Tatsache. Einmal kurz warten. Gut, wir haben zwar schon Verspätung, aber darum soll es ja gar nicht gehen. So, schöne LAVO-Anzeige. Wir haben hier auch noch einen anderen Typ drinne. Ja, wieso die Haltestellen jetzt nicht angezeigt werden, das kann ich nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir in der Mitte auch einen haben. Ah, nee, noch ein. Tatsache. Ein bisschen berlinerische Werbung hier. Ja. Auf jeden Fall kann man das machen, das ist neu. Wie ich finde, ist das Update hier wirklich sehr gelungen. Da könnt ihr mir ja gerne mal Ermlandstraße. eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, zu diesem Bus, zu diesem Update. Und zugleich hat Bremen ja auch noch ein Update gemacht. Wir fahren jetzt nicht mehr die Umleitung wie am Anfang. Beziehungsweise am Anfang, als die 2024er Version rausgekommen ist. Ja, das ist ganz schön. So, ich habe mal die Liste von dem Update abfotografiert. Die Liste ist lang, muss ich dazu sagen. Also, ja, wir fangen einmal beim Fahrerarbeitsplatz an. Grundlegende Überarbeitung Cockpit, funktionsfähiges Zentraldisplay. Das ist wohl das hier. Das kann man ja hier an den Seiten da weiterschalten. So, fahren jetzt hier erstmal kurz zur Ampel. Größe der Blinkerindektoren korrigiert. Also die hier blinken. Wir fahren ein bisschen im Gegenverkehr. Hintergrundbeleuchtung, Kabineninstrumente lässt sich nun einstellen. Gelenkbus wird nun im Display korrekt dargestellt. Sonnenrollos wurden remoduliert und retextuiert. Funktionierendes Radio hinzugefügt. Erforderliche, ja, das wissen wir. Leselampe hinzugefügt, neuer Fahrerarbeitsplatz, Kasse und Türtexturen. Neue Kickdown-Steuerung, siehe README. Ups. Ja. Wir stehen hier so ein bisschen doof. Tut mir leid, Kollege. Wir fahren jetzt gleich auch über die Schnellstraße. Oh, der kommt da immer noch nicht durch. Ja. Immer noch nicht. Okay, wir fahren jetzt einfach mal. Die Motorleistung ist auch verstellbar. Fällt mir gerade mal so ein. So, Leselampe Kickdown, Fahrerfensterheizung hinzugefügt, verschiedene
Regensensoren hinzugefügt. Oh, ja, die vorne hier in der Windschutzscheibe zwischen Drucker und Fahrerarbeitsplatz. Neue Lüftungsdüsen. Mikrofon hinzugefügt. Ja, das sieht man links. Sonnenblenden hinzugefügt. Das kann man auch je nachdem verstellen. Vorserienfahrertür wurde gegen Serienfahrertür getauscht. Vorserienfahrerfenster wurde gegen Serienfahrerfenster getauscht. Hinzugefügt. Sie-Fahrmonitor. Höhenangaben hinzugefügt. Kleiderhaken hinzugefügt. Halleluja. So. Oh. Da hab ich. Jo, das tut mir leid. Jetzt müssen wir ein bisschen Offroad hier fahren. Ups. An dieser Stelle. Ups, ups. Ich war voll ins Vorlesen konzentriert. Es tut mir leid, Leute. Das habt ihr gerade nicht gesehen. So, ja. Hier sind wir am Betriebshof Blumenthal. So, da ist frei. Der Kollege, der kann kurz warten. Ja, beziehungsweise, ja, eigentlich müssten wir. Ah, nee, wir haben keinen Haltewunsch. Der nimmt uns sowieso die Fahrgäste weg. Moin, Kollege. Ja, es geht gleich weiter beim Blumenthal Eggestädter Straße. Hauptbahnhof mit Erzählungen, was neu ist. Also ich habe hier noch zwei Seiten so gesagt. So, ja stimmt. Ich sehe gerade dieses Fahrerfenster hier. Das kann man manuell aufmachen. Auch schön. Ah, das ist ungewohnt mit den Kameras hier zu fahren. Oh, das ist aber schön. Ich bin echt gerade fasziniert hier von dem Update. Muss ich sagen. So wie es ist. Ach nee, das ist nur hoch und runter. Moin, Tiet. Moin. Moin, Guten moin. Morgen. Ach, schade, dass der hier nicht piept, der rechte Winkelassistent. Kann man hier auch noch? Nee, das ist genau der gleiche Bildschirm wie hier oben. Ja, okay. Okay. Ich weiß auch nicht, ob der hier geht. Wäre ganz witzig rauszufinden. Also der hier geht ja auf jeden Fall nicht, soweit ich das weiß. Also gut. Es ist halt einfach nur ein bisschen Spielerei. Besamstraße. Gerade. So, Besanstraße. Ah, ich quatsch mir heute den Mund fusselig hier. Ja, mache ich na klar gerne. Ich halte euch na klar gerne auf dem Laufenden. Gerade wenn es hier um die MANs geht oder Bremen. So. Mal einen Schluck trinken hier am Rande. So. Ja, klar. Ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß, das Repaint passt nicht auf Moin. dieser Moin. Karte hier. Moin, Tiet. Ich Guten weiß das. Morgen. Ich kann das na klar Guten Morgen. vollkommen verstehen. Ich bin auch nicht so der Fan davon. Aber ja, was soll's, ne? So. Was ist nun los? Fährst du? Mein Gott, eingeschlafen. So, für uns geht's links rum hier. Müssen wir auch gleich noch mal ein schönes Thumbnail da vorne machen. Hakenbeerstraße. Hakenbeerstraße. Oder Berg. Ja, das ist ja unser Rollo hier. Vorne. Hallo? Jetzt bleibt es nicht mehr stehen. So war doch in Ordnung. Ah, wenn man einmal kurz macht, dann fährt es ganz nach oben. Okay, ich verstehe. So. Moin, Mahlzeit. So, dann wollen wir hier noch mal ein schönes Thumbnail machen. An diesem Rande.
So, einmal nach hier, einmal nach dort. Oh, die Sonne knallt hier in Bremen immer so. So. Ah, Hybrid. Ja, die Autofahrer, die geben hier nach da in Omsi keine Rücksicht. Das ist so ein bisschen schade eigentlich. Naja, aber wie ich finde, ist diese Linie hier. Wasserturm. Wie ich finde, ist diese Linie hier auch kurz gestreckt. Ne? Beziehungsweise von den Fahrzeiten her. 3 Minuten gleich schon am Anfang. Mein Gott. So. Ah, jetzt geht hier. Mortid. Guten Morgen. Guten Morgen. Mal den hier wegmachen, den Kinderwagen. Wunsch. So. Türfreigabe raus. Und weiter geht's für uns. So. Friesenbergstraße. Oh, die Sounds sind auch grandios. So, Friesenbergstraße. Wieder Kinderwagenwunsch. Ja, Tatsache. Moin. 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 Guten Morgen. Moin. Mahlzeit. Also, close the door und wir driven weiter. 30er Zone. Ist ganz ungewohnt, dieses Display. Bahnhof Blumenthal. Übergang zur Regio S-Bahn. Normalerweise hat man ja hier auch die Geschwindigkeit im Display gesehen. Umleitung. Ende der Umleitung. Weiß auch gar nicht, was das hier. Ja, gut, jetzt steht der Haltewunsch. Ja. Brauche ich gar nicht fragen, kann ich gleich fragen. Moin. Oh, mit einer grünen Ampel vielleicht mal beglückt werden. Das freut mir, das freut mir. Ah, da kommen wir noch rüber. Ich kann auch gleich zu der Anforderung. Beziehungsweise, ja gut, der Kollege steht davor. Aber der möchte auch abfahren. Der Kollege, soweit ich das gerade gesehen habe. So, jetzt können wir hier einmal abnielen. So. Moin. Oh, da kommen noch ganz schön viele. Ups. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Moin. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, es gibt auch, wie gesagt, verschiedene. Ja, wieso fährst du denn nicht? Ah ne, jetzt ist Fahrt, okay. Es gibt auch verschiedene Türen. So ist das nicht. Elektrotüren und. So, ein bisschen ausholen hier. So, das passt. Bahnhof Klinikum Bremen Nord. Übergang zur Regio S-Bahn. Dann will ich gleich mal weiterlesen, was denn noch hinzugekommen ist.
Wie ich wirklich finde, sind die Texturen halt auch bei den New Line Cities so schön. Man sieht sogar die Spritzdüsen hier. Also, das ist ja schon eine Leistung, ne? Muss ich sagen. So, ja, im Texte weiter. Zum Innenraum. Neues Deckenmodul. Neues Gelenkportal. Neue Bodentextur. Neue Klapprahmen. Nee. Klapprahmen-Texturen. Modell des Podest auf den Dieseltank wurden angepasst. Ja, nach der Kurve hier geht's na klar weiter. Die Liste ist noch lang, was sich geändert hat. Ja, neue Türwarnlampentexturen, Möglichkeit geschaffen, den Kantenschutz je nach Position unterschiedlicher. Ach nee, zu färben. Okay. Haltewunschlampe an Gelenkportal hinzugefügt. Das sind alles kleine, aber feine Dinge, muss ich echt dazu sagen, die ja, die mich echt froh machen, weil der New Line City, der war ja auch schon von Anfang an wirklich schön zu fahren, muss ich sagen. Muss ich echt dazu sagen. Euer Feedback könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Echt. Das würde ich echt gerne mal wissen. Ja, rote Ampel. Hups, fast Vollbremsung. So, ich muss mal eben kurz was gucken. So. Ah. Und greener wird's nicht. So. Gut, 2 Minuten haben wir noch drinne. Ja, was soll man machen, ne? Ist so, wie es ist. So. Huch. So. Alle Türen einmal auf. Kinderwagen ist nicht aktiviert. Ja, moin. Moin, moin. Mahlzeit. Moin, moin. Moin, moin. So, oh, ja, Straßensperre. Das ist immer wieder schön zu sehen, wenn so ein Bus hinten halb rausragt. Huch. Ja, das passt alles. Das passt alles. So. Löhstraße. Löhstraße. Und mit einer roten Ampel beglückt werden. Das freut uns. Ja, gut, Anforderung, die kommt sowieso. Beziehungsweise. Ja, brauchen wir ja hier gar keine Anforderung. So, Haltestellenbremse einmal rein. Geht der Motor aus? Oh. Ja, geht der Motor aus. Und die Ampel wird grün. So war das. So. Dann wollen wir mal. Löhstraße. Moin. Jo, Manfred macht ein bisschen Breakdance. Guten Morgen. Kommen Sie rein. Können Sie reingucken. Nee, rausgucken. So war das. Oder, ja. Was ist nun los? Aha, Kinderwagenschalter. So. Tür 3 kann zu. Und Abfahrt. 320 PS ist an der Stelle übrigens noch nicht das Maximum. 360 PS kann man auswählen. Dazu gesagt. Blumenhorster Straße, Gerosi. Gerosi. So. Also wenn hier ein LKW oder ein Bus entgegenkommt, dann muss man schon ein bisschen Schiss haben, ne? Wir sind ja auch wirklich am, ja, noch nicht Randstein, auch noch nicht auf dem roten Bereich da. Ne? Fällt mir gerade mal so ein. So. Mahlzeit. Mahlzeit. Guten Morgen. Moin. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin. So.
So, dann wollen wir mal weiter gucken. Ich habe noch eine, zwei Seiten. Beziehungsweise, ja, Innenraum hatten wir, Äußeres. Antennen hinzugefügt, ja. Da muss ich sagen, wir haben jetzt hier vier Antennen auf dem Dach mit GPS bestimmt auch noch hier. Ja, das stimmt, das stimmt. So, oh, das Wetter in Bremen hat sich geupdatet. Ich fahre hier mit realen Wetter Bremen. Neue Texturen für Positionsleuchten und Nebelscheinwerfern. Neue Motorgittertextur. Details auf... Ja, normalerweise wäre der Außenspiegel schon längst ab. Neue Motor... detailliertes auf Wagenkastentextur hinzugefügt. Auflauf... Kufen an Stoßecken hinzugefügt. Neue Scheibenwischer. Deswegen sind die Scheibenwischer so detailliert jetzt gerade. Beziehungsweise jetzt in diesem Update. Und ich muss sagen, klasse. Ja, ein bisschen Bordstein gewesen, ne? Ah, will ich nichts zu sagen. Mahlzeit. Ja, Sounds. Neue Motorsounds, neue Türsounds, neue Knielink-Sounds, neue Feststellbrems-Sounds, neue Haltewunsch-Sounds, neue Türwarn-Sounds. Gut, die Türwarn-Sounds, die habe ich jetzt nicht aktiviert, brauche ich auch nicht. Mir fällt auch gerade ein, man kann einstellen, dass er Radbürsten hat. Ja. So, weiter geht's im Texte. Ja, die letzte Seite... Neue Slaves. So. Neue Slaves, das sind die Features hier in dem Computer, beziehungsweise in dem Bildschirm. Ja, 1, 2, 3, DNR-Gangwahltaster kann man dazu machen. AdBlue-Lampe haben wir hier auf dem Dashboard, neben dem dritten Türtaster. Türtaster, Stadionschalter, Fahrerschutzscheibe, Tempomat, Totwinkelassistent, Mobility, OptiVive, Fahrgaststempel, Türflügelheizung, Türaußenbeleuchtung. Das ist wohl, ja, die wir da irgendwie gesehen haben. Position der Außentüröffner, Position des Kinderwagenschalters. Verschiedene Türpiep-Konfiguration. So, grün. Einmal kurz hier rum. Wir haben sowieso gleich... Ja gut, wir haben noch nicht 3,5 Minuten Verspätung. Das lasse ich nochmal gut durchgehen. So, Bahnhof Aumund. An der Stelle einmal gesagt. So. Ja, was haben wir denn noch? Scheinwerfertypen, Seitenblinker, Windschutzscheibe, lackierbare Front, Innenanzeige, Fahrerseitenmatrix, Hybridantrieb, Radkappen, Anhängerkupplung, Fahrradträger, Achsübersetzung, Türsteuerung. Wurde alles verändert. Mein Gott, die Liste ist lang, muss ich sagen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Weil viele haben halt wirklich drauf spekuliert, beziehungsweise sich gewünscht, dass der New Line CD mal überarbeitet wird. Gerade mit den Sounds. Ne? Das war ja immer ein großer Kritikpunkt. Gut, es da gab Soundmods, aber trotzdem. Ne? An der Stelle finde ich dieses Update wirklich sehr gelungen. Und es ist ja nicht gerade ein kleines Update. Ne? Ja, wenn ihr Steam habt, wird das Update automatisch runtergeladen. Also ihr müsst nichts tun. Das an der Stelle gesagt, falls jetzt irgendwelche Fragen aufkommen. Wo kriege ich das Update? Steam startet das Update im Regelfall automatisch, wenn ihr das aktiviert habt. So.
Ah, Omsi, jetzt musst du nachladen. Ja, Omsi und Morgen. Nachladen. Moin. Moin. Kommen Sie rein. Ah, gut, der Bus ist aber noch gut gefüllt. Muss ich dazu sagen. Wollte ich gerade mal gucken. Ja, Tatsache. Tatsache. Wie ihr seht, die Lampe hier oben ist an. Dann gehen wir hier einmal auf die. Ja, und sie sind aus. Halleluja, das geht. Das geht. Grandios. Grandios, grandios. So, kommen wir dann noch über grün? Ja. Ah, Augen zu. Gustav Heinemann, Bürgerhaus. Ah. So, jetzt kriegen wir auch ein bisschen Verspätung weg. Das ist immer gut. Das ist immer gut. So. Gut, dass die Polizei das eben nicht gesehen hat, ne? Augen zu und durch, würde ich mal sagen. So. Da ist nicht frei. Hier ist... Oh ja, man sieht ja richtig gut jetzt. So, passt alles. So. Und drin hier. Na klar ist die Ampel jetzt gerade grün. Aber, beziehungsweise die Busampel auf Fahrt. Können wir jetzt auch gerade nichts machen. Ist so wie es ist, würde ich mal behaupten. Moin, moin. Guten Morgen. Hallo. Mahlzeit. So. Ach, Mensch. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, mal eben was zu trinken. Ja, trinken ist wichtig, denkt dran. Nicht nur im Sommer. Gut, im Sommer ist es noch wichtiger. So. Gerhard-Rohlfs-Straße. Gerhard-Rohlfs-Straße. Genau, da fahren wir jetzt normal rüber. Also wir fahren nicht mehr die Ersatzhaltestelle an. Baustelle hat sich da aufgelöst, beziehungsweise... Ja, das tut mir leid. Wir schauen uns ja um. Hat der Kollege gerade Leute rübergelassen? Kann sein, muss aber nicht. Manchmal ist die KI ja so ein bisschen edgy badge, ne, sag ich mal so. Naja. Müssen wir uns nicht drüber streiten. Das ist ja manchmal so ein bisschen der Fall. So. Gustav Heinemann Platz. Guck mal, wir sind aber noch unter 3 Minuten. Also Verspätung jetzt gekommen. Komisch, dass wir so schnell Verspätung hatten. Das wundert mich bis jetzt. So. Ja. Wir halten einfach mal hier gerade, weil ganz dahinter bringt uns eh nichts. So, das waren schon alle. Ja, doch, hätte uns was gebracht, beziehungsweise ich dachte, der steht hier ein Minütchen länger. So, Weihnachtsbeleuchtung wurde auch aufgehangen hier in Bremen. Wie ihr seht. Ja, mein Gott. Bahnhof Fegesack. BSAG Kundencenter. Fahrtende, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. Übergang zur Regio S-Bahn. So, das Team der BSAG wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Wie ihr seht hier, der Kran ist auch immer noch da. Also, ein bisschen Baustelle ist hier noch. So, rote Ampel. So. Ah, dieser doofe Stadtstopp mache ich jetzt einfach mal aus. Ah, hier ist die Sonnenblende. Na, Tatsache. Oh, schön gemacht. Mein Gott. So. Ah, laggy ein bisschen. Aber nicht schlimm.
So, dann fahren wir mal hier hinter den Kollegen, soweit es geht. So. Ja, dann machen wir die Türen auf. Und mal abnielen. Zu spät, zu spät, zu spät. Ja, man kann auch rummeckeln. So, boah, der MAN ist hier ein bisschen zu laut. Wir machen mal hier eine Minute vor. Mal fährt er. Auch nicht. Schade. Machen wir 3 Minuten vor. Weg ist er. So. Wir machen den Gang raus, Motor aus, Feststellbremse rein. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, dieses kleine Ründchen Omsi. Ründchen. Ja, ich bin's, euer Seewetter Let's Player. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Das ist na klar, wie immer, euch überlassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos, so wie auch ein Google-Konto. Und somit bedanke ich mich fürs Zusehen dieses Videos. Schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare. Ich bin da klar für alles offen. Ja. Und somit haut rein, bleibt da geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.